Deswegen kann ich darauf leider nicht antworten. Ja, ich habe von ihm einmal einen Track gehört oder so, aber ganz ehrlich, das wäre voll gut für die, wenn wir mit denen arbeiten würden. Also, Wir sind ja nicht so bekannt, oder wie? Ach. Also ich kenne sie nicht, Alter, keine Ahnung. Digga, das ist als wenn du sagst, Necro ist in Amerika bekannt, so, weißt du? Der verkauft dort auch untergrundmäßig gut. Aber wenn die Leute hier sagen, oh, Necro voll der Überstar und war, ja, schön, in den Staaten, geh in die Staaten, da sind auch ein paar Millionen Leute mehr als in Deutschland. Aber hier in Deutschland kauft den keiner außer diese vier, fünf Leute, auch wenn die bekannt sind. Genauso Tommy White und sowas. Das sind alles super Künstler, aber hier in Deutschland kauft die effektiv keiner. Ja. Weißt du, und das ist das Problem, hat man ja auch gesehen. Ice-T, einer der allerbesten Künstler überhaupt, aber sein Gangster-Album, was er rausgebracht hat da, wo er halbnackt auf dem Cover liegt, hat sich in Deutschland 400 Mal verkauft. Dicker, so, Ja. weißt du, also scheiß auf die, ganz ehrlich. Ich mache mit den Leuten Feature, die ich kenne, die ich selbst höre, aber wenn ich jetzt irgend so einen Namen höre, was soll ich mit denen anfangen? Ja? Die würden sich freuen, wenn die in Deutschland irgendwie mal was machen würden. So, das Band vom Tape war alle. Wir sind halt Voll. gut vorbereitet. Band vom Tape war voll. Ja. Also, Johann Bindewald, welche Features sind auf dem Album? Haben wir schon gesagt. Kannst du nicht zuhören? Robbie Salman. Ja, wann kann man es hören? Wie, was? Was kann man hören? Video, Ja. Album, 30.3., Dicker. Okay, Goten One. Vier Untergrundsoldat. Krasser Name, oder? Vier? Alles. Wie lang? Aber was heißt vier? Keine Ahnung. Egal. Frag. Okay. Gibt's ein Frauenarzt- oder Orgasmus-Feature? Frauenarzt? Ja. Ich sag jetzt einfach ja. Ja, Frauenarzt wird wenn du drauf sagst sein. Frauenarzt ja, dann sage ich auch Frauenarzt ja. Und dann. Hat er Dann dann ist ist. schon überstimmt, weil Genau. selbst wenn er Nein sagt, ist eine Stimme gegen zwei und dann muss er machen. Genau. Also er ist drauf. Also, Arzt ist drauf. Orgi, keine Ahnung, Orgi war gestern im Studio. Ich weiß nicht, wann er wieder in Berlin ist. So, Pavel verwirrt, ganz klar, Features. Schon beantwortet. Frauenarzt und Zalika. In Österreich bestellbar, fragt Pavel auch. Ja, du kannst aus Österreich auch auf www.hirntod-shop.de gehen und das bestellen. Und du kannst auch auf amazon.de gehen oder auch auf distributions.de und das aus Österreich bestellen, Digga. Weil wir haben in Deutschland die Möglichkeit, wenn du was in einem anderen europäischen Land bestellst, dann gibt es eine BIC, die geben wir dir und dann kannst du es genauso überweisen. Nicht, dass Pavel jetzt sauer ist auf mich, weil das war nichts gegen dich, Pavel, aber du weißt schon. Okay, Johnny Daniels. Werdet Tier, er konnte nicht schreiben, werdet Tier überlegen, einen zweiten Teil von Zu hart für den Markt zu machen. Also, wir haben den ersten nicht mal fertig. Ja, Nachdem er 6 Jahre aber lang schon in der Mache ist. ich sag mal so, es liegt an euch. Wenn die Verkaufszahlen gut sind, dann ja. Das heißt also, wenn jeder 3 CDs kauft, dann können wir drüber reden. Ja, dann können wir es vielleicht dann mal so erwähnen, so. So, Daniel DWR, kann man euch eigentlich Memos für eventuelle Features oder so schicken? Was heißt das? Er will uns Memos schicken? Was soll das heißen? Für Was ein will er uns denn eventuelles erinnern, Feature. Alter? Also. Hier, der Gebildete hinter der Kamera, was heißt denn das? Memo ist normalerweise eine Erinnerungsnotiz. Ja, ne, das ist Ja. mir auch klar, aber kann man uns eine Erinnerungsnotiz für Features Ja, schicken? wenn er bei dir mal eins gekauft hat, dann kann er dir eine Memo schicken, dass er endlich mal seinen Part haben will. So, Jetzt will ich aber Spaß das mich klingt. Aber das reinziehen. klingt mir jetzt eher so nach, keine Ahnung was, Okay. nach sinnlos. Also, wenn du damit meinst, ob du uns Feature-Vorschläge, wen wir in Zukunft mal featuren sollen, schicken willst, dann kannst du das gerne schicken. Ob wir das machen, das ist dann die andere Frage. So, Philly Boro hört ja auch anderen abgedrehten Sound, wie zum Beispiel Gorgwild oder Death Metal. Und welcher Artist hat dich inspiriert, selbst zu rappen? Also ganz klar bei mir Ice-T. Wegen Ice-T habe ich angefangen. Ansonsten Death Metal, nein, selten. Gorgwind. Smokey. Inspiriert hat mich Eazy-E ganz früher. Also wegen dem habe ich eigentlich angefangen zu rappen, glaube ich. Würde ich jetzt eigentlich einfach mal behaupten. Und so andere Mucke höre ich eigentlich kaum weniger. Also jedenfalls nicht sowas.
ist nicht so mein Ding. So. Vielleicht mal ein Track von Slipknot, aber das ist das höchste der Gefühle, Alter. Cool. Eine Minute noch. Liridon Hima, seid ihr auch mal in Köln? Also, ich war in Köln bei der BPJM mal, aber wann wir wieder dahin müssen, weiß ich nicht. Das war in Bonn. Ich war schon oft aber in Köln. Aber wir waren in Köln vorher. Ja, das stimmt, ja. Ist das nicht Katzensprung? Ich war schon oft in Köln. Ich bin noch, ich glaube, dieses Wochenende in der Nähe von Köln. Wo, weiß ich nicht. Einfach also ab zum Auftritt. Ab einfach zum mal auf meiner Gefällt-mir-Seite gucken immer mal und da sage ich immer, wo ich dann bin. So 2 Tage vorher. Du glaubst ja, du fällst nicht. Natürlich. Standst du da wirklich auf deiner Gefällt-mir-Seite? Ja. Okay. Gott. So, Nico Bellic aus GTA fragt, wer wird wieder, wird es wieder Wendecover geben? Ich glaube nicht. Wozu Wendecover? Muss ja überraschend sein, wa? Ja. Aber Nico Bellic war auch über der coole Charakter in GTA. War Teil 4, wa? Mit den russischen Mafia und so. Ja, genau. Voll geiles Spiel. Durchgespielt, 2-mal. Adam, papa, pam. Pam! Okay. Tarek Not Defined, wird es eine Tour geben? Wenn ja, wann voraussichtlich? Also eine Tour zum Album wird es nicht geben, eine Tour von mir wird es nicht geben. Sag niemals nie. Ja, Smokey macht gerne Touren. Ich probiere ihn zu überreden. Mal gucken, vielleicht schaffe ich es ja. Ich zwinge ihn einfach. So, als wenn du der Erste wärst, der es probiert hat, Dicker. Als wenn du der Erste wärst. Mann, du hast aber, du kannst dir gar nicht vorstellen, Mann, was da los ist. Okay, die nächste Frage, Christoph Wenk. Warum liegt hier Stroh? Dann. Ja, warum machst du eine Maske auf? Warum mach ich eine Maske auf? Fass nochmal die Frage an. Ja, jetzt sag mir nicht, du kennst das nicht. Warum liegt hier Stroh? Sag mir nicht, du kennst das nicht. Kenn ich nicht. Kennst du echt nicht? Warum liegt hier Stroh? Gib mal bitte. Achso, du hast ja leider deine Utensilien gerade nicht. Nee, leider nicht. Hast du das nicht irgendwo? Ich halte mal kurz auf uns selber. Jetzt, jemand wird es euch jetzt erklären, warum liegt hier Stroh? Ja? Jemand wird es euch hoffentlich originalgetreu erklären, falls er sich genau noch dran erinnern kann. Ja, kann ich. Und zwar. Bitte. Es war nämlich wie folgt. Und zwar geht da ein. Also, Smokey, das ist wirklich, das ist Nachhilfe in Sachen Pornologie. Und zwar geht da ein Mensch, und das ist ein Typ, der trägt einen Ganzkörper-Latex-Anzug. Mit einer komischen, riesigen Maske. Und da guckt so ein riesen Gummischwanz irgendwie aus der Nase, glaube ich. Und da kommt in einen Stall rein, und in einem Stall steht so eine Domina-Olle mit Strahlen. Und so ein kaputter Mechaniker. Ja, ein kaputter Kasten, pass auf. Und dann sagt irgendwie die Olle so, ja hier, das ist der Kasten, der repariert werden muss. Und der Typ guckt sich um und sagt, ja, warum liegt denn hier überhaupt Stroh? Und die Olle sagt, ja, warum machst du eine Maske auf? Und er sagt, na ja gut, dann blas mir eine. Dann die Antwort, warum machst du eine Maske auf? Ja, dann blas mir doch eine, ist die Antwort. Was denn das? Ja, so muss das sein, das ist deutsche Kultur. Deutsche Kultur! Deutsches Kulturgut! Ja, warte mal ab, in 200 Jahren im Goethe-Institut, da werden die Sachen ausgestellt. Da wird es auseinandergenommen auf Silben und sowas. Ja, genau, Metrik und sowas. Zum Glück bin ich Ami, Alter. Deutsche Kultur, Alter. Ja, Kulturgut. Liegt hier Stroh? So, wer war das nochmal? Das war Christoph Wenk, hat uns auf jeden Fall einen guten Lacher beschert hier. Oh, so. Aber wenn ich zu viel lachen muss, wird es mir heiß unter der Maske, also nächstes Mal gibt's Ärger. So, Stefan Rühling, könnte man irgendwann mal vielleicht mit euch im Studio chillen? Ja. Morgen hast du, warte, ich guck mal kurz auf die Dings. Klar, wir können ja mal die Adresse twittern. Also das Ding ist, morgen bin ich erstmal, Dicker, es tut mir leid, morgen habe ich noch nicht so früh Zeit, weil um 12 Uhr habe ich erstmal einen Termin bei JamFM. Da bin ich mit den Hirntod-Jungs ein Interview geben, was dann eine Woche später ausgestrahlt wird. Aber ich denke mal, wir werden so um 15 Uhr auf jeden Fall wieder hier im Studio. Also wenn du willst, sei um 15 Uhr einfach direkt hier und dann chillen wir hier. Ja? Also ganz ehrlich, im Studio wird hier gar keiner chillen. Hier wird gearbeitet, hier niemand. Wird nicht gechillt. Wenn Smokey gleich fertig das gemacht hat, werf ich ihn auch raus, weil ich kann nicht chillen. Das ich will auch hier nicht chillen. Nee. Wir sind uns eigentlich voll unsympathisch, so, weißt du? Das ist eigentlich wie bei Akte X, Fox Mulder und Dana Scully, die hassen sich ja in Wirklichkeit.
Was? Ich bin Mulder. Nee, dann bist du okay. Dann anderes Beispiel, King of Queens. Ich bin Doug und er ist Carrie. Und die hassen sich auch. Die hassen sich auch, ja? Die hassen sich. Ich bin Anne und du bist Peggy, Alter. Eieiei. Das ist unglaublich. Dann bin ich, wie heißt dieser scheiß dreckige Bastard von Malcolm mittendrin, der Vater? Dann bin ich dieser Vater, nee, der heult ja immer, dann bist du der Vater, dann bin ich immer die Frau davon, Alter, weil der Vater sogar heult, wenn er Weihnachtsgeschenke vergisst. Okay, Spaß beiseite wieder, sonst kaufen die das Album nicht, weil die gar nicht ernst nehmen. Wir lachen zu viel. Ja, ein bisschen muss man. Ein paar Leute dissen jetzt vor der Kamera, damit die das Album ernst nehmen und so. Okay. Wo waren wir denn? Okay. Basti Trailer Park Krug möchte wissen, mögt ihr Pellkartoffeln mit Quark? Bitte dringend beantworten. Bleibt mir schon die ganze Zeit auf der Seele. Ey, Dicker, wir wollen nicht, dass du dich weiterquälst. Also ganz ehrlich, Pellkartoffeln mit Quark schmeckt gut. Schmeckt wirklich gut. Ich weiß, manche mögen das nicht. Manche sagen, ja, ist zu deutsch das Essen oder so. Aber Pellkartoffeln mit Quark, also ich finde spitze. Ab und zu mal. Ist was super. Sagst du? Ey, Basti, ich hoffe, wir können dir damit helfen und... Du hast jetzt nicht weiter irgendwie in deinem Kopf die Schmerzen, dass du dich die ganze Zeit fragst, mögen die das oder mögen die das nicht? Hey, was ist los mit dir? Okay. Das waren die Fragen, die sie bei mir auf der Seite das gestellt haben. Die gleichen, Alter. Waren bei dir nicht noch welche? Das waren eigentlich die gleichen, kannst du sagen. Echt, ja? Warte. Mal gucken. Oliver Mirsch will wissen, werdet ihr ein paar Features behalten oder werdet nur ihr zwei drauf sein? Also da man im ersten Video, oder nee, im zweiten Video schon gesehen hat, dass Sali drauf ist, ist schon mal die Frage, der zweite Teil der Frage beantwortet. Ansonsten das andere haben wir, werdet ihr ein paar Features behalten? Naja, Nauer ist noch drauf. Ja genau, Nauer ist drauf. Stimmt, damit haben wir sogar die Frage noch ein bisschen weiter beantwortet, wer noch auf dem Album ist. Nauer. Ja, Nauer ist drauf. Das ist der alte Von der Bonbande. Hammer. Wann werdet ihr zu diesem Album eine Tour machen? Von? Von Smith's Creon. Nee. Whoever. Nö. Ja. Also jein. Smokey geht alleine eine Tour machen für unser Album und gibt dann trotzdem die 50% an mich ab. Ja, ich zieh irgendeinem Atzen Sturm aus überstellten neben sich auf der Bühne. Ja, genau. Ey, auf den ganzen anderen Dingern, wo ihr mich mal zufällig gesehen habt, bei diesen Geburtstagsfeier Arzt und so, bei den Dings, wo ich mit bei einer hatte, da war ich gar nicht. Ich hab hier zu Hause geschillt auf Sendung geguckt. Ich hab da einfach einen Atzen von mir hingeschickt mit Maske. So. Luis Go, deine Frage wurde schon längst beantwortet. Welche Features sind auf dem Album? Sadio Noah. Kevin Kleiber, wir wissen, welchen Song, den ihr schon aufgenommen habt, findet ihr am besten? Boah, ich finde ohne Kompromisse, Digga. Ich weiß, bei dir keiner fickt mit uns. Ja, aber ohne Kompromisse ist halt auch. Das ist ein richtiger Banger. Ja, der ist mega, Alter. Aber was sagt die Mehrheit, denen du es gezeigt hast? Sag mal ehrlich. Die Mehrheit sagt? Keine Kompromisse. Ohne Kompromisse. Ohne Kompromisse. Die feiern den auch am meisten. Was sagst du, Schwarz? Keine Kompromisse, ohne Kompromisse, wie auch immer. Aber der ist auf jeden Fall der Beste. Übergeil. Moritz Steinbach will wissen, wie viele Lieder wird das Album enthalten? So viel wie raufpasst. Boah, wie viel haben wir jetzt eigentlich? Ich glaube, jetzt sind es vielleicht... jetzt sind es 9 Tracks. 9 Stück. Da passen bestimmt nochmal 9 rauf. Er übertreibt gleich. Er will gleich so viel wie möglich. Natürlich, Alter. Wenn schon, denn schon. Ja, es werden noch 9 Stück gemacht. 18 Tracks. Der Smokey hat es jetzt verraten, was lange in Planung war. 18 Tracks waren geplant. Es war eigentlich eine Doppel-CD geplant. Ja, und eine CD davon war schon draußen. Und die anderen, da war die Hälfte schon auf irgendwelchen anderen Alben. Warte schon kurz. Wo ist diese Bildschirmschoner? Guck mal, ist doch geil. Blood Pyru. Pau. Pimps in Red Uniform. Sehr gut. You know the bees. www.hirntod-shop.de Album vorbestellen jetzt sofort oder wir müssen wieder ernst machen.
kaufen. Mehr habe ich nicht zu sagen. Kaufen, 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 Alter. Und hier könnt ihr nochmal meinen alten Anhänger euch angucken. Mehr habt ihr nicht zu sagen. Yeah. Mehr hat da einfach nichts zu sagen.